So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Ja, das, willkommen zu einem Let's Play. Ist ja nicht ganz falsch, ne? Sieht man das noch am Himmel? Wenn ich da vielleicht ein bisschen da... Das Superschiff. Wobei es jetzt eigentlich viel kleiner aus, als es ist. Das war irgendwie noch das Schiff der Stillen Bruderschaft und ja. Ich habe übrigens nachgedacht, also ein bisschen zumindest. Es geht, ja, tatsächlich, es funktioniert. Und ich werde nach dieser Quest, wenn ich sie gleich abgeschlossen habe, die Valentine-Quest einfach nicht weiter verfolgen, weil es für mich etwas da stark danach aussieht, als würde ich dann zu schnell mit der Hauptstory zu Ende werden. Und das ist das, was ich in Rollenspielen immer zu vermeiden versuche. Weil ich will die Story lange, lange, lange haben, quasi immer bis ich fertig bin. Begonnen. Weit weg von zu Hause. Was ist denn... Hört ihr die funkreichen Nachricht der Digital Valentine an, ja? Hast du dieses Luftschiff gesehen? Wer ist die stählerne Bruderschaft? Und wieso ist sie hier? Officer? Du kannst deinen ganzen Schrott in Diamond City Surplus loswerden. Richtig. Derzeit sind Besen im Angebot. Oh nein, warten Sie. Meine Programmierung sagt mir, dass wir nie Angebote haben. Vielleicht sollten Sie etwas anderes kaufen. Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dann... Nur fahren. Ja, ja, ich will vor allem Geld. Und Geld wirst du wahrscheinlich haben. Den Fatman nicht. Kellogg's Pistole füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Sind ja eigentlich nicht die Sachen, die ich nutze, ne? Zu wenig Schaden, auch zu wenig Schaden. Auch. Oh. Ist schon wieder so, dass ich. So, erstmal die 45er. Ja, gut. Komm, machen wir. So. Selbst hin agitiert. Und dann noch ein bisschen Rüstung, Kellogg's Outfit, ja, verblasster Trenchcoat, ich bin doch kein Detektiv, obwohl bin ich schon. So, dann habe ich hier noch ein paar Dinge. Markiert lebende Ziele. Total sinnlos eigentlich. Quantum... Die nehme ich nicht. Gebe ich nicht weg. So, die beiden Dinger kann ich wegpacken. Okay, und dann noch Munition, die ich nicht brauche. So. Wie... 10 mm, wie... Die Dinger hier, Fusionskerne, die ich selbst nie nutze. Und dann ist der Handel auch schon fertig. Ja, ja. So. Ich finde diese Musik toll, aber die GEMA bestimmt nicht. Valentine Detective. Detective Agency. Das Symbol sieht eigentlich immer mehr aus wie ein Puff. So, wenn deine Funknachricht... Okay? Hey, Valentine. Wo ist dein Sohn? Was ist passiert? Ja, du hattest recht. Du hast recht, Nick. Kellogg hatte meinen Sohn. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet. Er hat ihn in Shawn überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Du warst mitten dabei! Wirklich? Das macht die Sache... um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das.
Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Du weißt gar nichts? Es muss aber eine Möglichkeit geben. Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt ein Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sims zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Und was ist mit dem? Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen, aber kann es sein, dass er inzwischen nicht mehr zu sprechen ist? Ja, er ist tot. Er ist tot, Nick. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Piper, du warst dabei. Du standest neben mir, du hast auf den Typen geschossen. Wieso? Was hast du für ein Gedächtnis? Alzheimer? Oder was ist mit dir los? Also, ich bin jetzt Piper. Ja, hallo. Meine Söhne komme ich auch nicht mehr besuchen. Ja. Er hätte nichts ausgespuckt, auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Dr. Amari? Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob es funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Was brauchen wir? Nur das Hirn? Was brauchen wir genau, Nick? Kelloggs Hirn. Ja, die Sache ist alles andere als sicher. Aber Dr. Amari kriegt es vielleicht wieder zum Laufen. Dann wissen wir, was er wusste. Also ich finde, die ganze Sache ist ein bisschen hirnlos. Also, ich glaube, ich habe irgendwas. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Huh? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Nee, ich will Piper dabei haben. Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Ja. Wiedersehen macht Freude. Und, ja. Folgentitel aufgeschrieben. Da musste ich kurz husten. Nein. Nicht lange drücken. Kurz drücken. Ich will nochmal zur Burg. Denn ich habe wieder einige Ressourcen, die ich ablagern kann. Und danach muss ich eh nach Good Neighbor. Ich werde die Quest nicht direkt machen. Aber in Good Neighbor kann ich die Sachen verkaufen. Da weiß ich, sind Händler. Und das ist nicht schlecht. Ja, ich werde dieses Ding noch zum höchsten Gebäude der Stadt machen. Aber erstmal brauche ich natürlich alle Sachen. So. Werkstatt Koch, Waffen, wer Waffen her? Nützlich, oder?
Ja. Ich wollte doch. Ich hab doch hier. Kann ich. Nein. War das mit dem Bauen? F. Kann ich die Dinger hier wegmachen? Ich finde die. Das ist gar nicht so schön. Ich will ja jeden Raum quasi individuell haben. So. Fällt mir gerade nur so auf. So, Essen. Oh, Pritschenwagen haben wir auch. Hier ist mein persönlicher Raum gewesen. Nein. Nee. Mein diverses. Ich hab doch hier Wackelpuppen, ne? Eine nur. Na gut. Schreibtisch. Nein, ich hatte doch. Hatte ich nicht? Ein doch safe. Da. Ha, ja, genau. Safe. Da kann ich nämlich solche Sachen reinmachen. Jetzt habe ich die Patienz ja mitgenommen. Das wollte ich nicht. Kellogg's Outfit halt, ne? Ihr wisst ja, meine typischen Erinnerungsstücke, die ich hier reinpacke. Ist okay. Ein Pipfall. Meine Notiz. Okay, Robkoffern. Okay. Ja. Richtig. Hey, suchst du nach einer Waffe? Ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Geld. Geld. Wir brauchen Geld. Da muss ich nämlich nicht nach Good Neighbor reisen. Eine Mini-Atombombe? Eigentlich nicht. Eine Fusionszelle kann ich auch verkaufen. Ist kein Problem dabei. Ich muss die Mini-Atombomben nochmal in meinen Schrank legen. Das sind nämlich die Sachen, die ich für später nämlich sammeln muss. So, und jetzt habe ich gerade gesehen, ich gucke Gronks Let's Player nicht, aber das sind wahrscheinlich die Dinge, an denen Gronk die ganze Zeit auch immer hadert, dass er da die ganze Zeit, sagt, ah, verdammt, ich brauche noch mehr. So, F. Es ist nicht genügend Essen und sind nicht genügend Betten da. Erstellung. Nee, das ist falsch. Ressourcen, genau. Ja, das ist gut, dass wir nichts haben. Scheint wirklich was zu werden. Okay, jetzt aber. Mais. Das heißt, ich kann hier die Farm ausbauen. Scheiße, ich habe immer noch nicht. Genügend Mais. So, dann machen wir halt die große Ernte daraus. Jetzt haben wir plötzlich genügend Essen. Das ist doch unfassbar. Oh. Egal. Dann haben wir gleich eine große Farm. Bisschen Monsanto drauf. Dann wächst es auch noch super schnell. So. Na. Perfekt. Das ist doch schon eine richtige Landwirtschaft hier. Nein. Ich würde mal Tab gedrückt halten. Das ist doch schrecklich. Betten. Ich muss erstmal den Raum finden, wo der Bettensaal ist. Ich weiß, wir hatten so einen.
Was ist das denn für ein Raum? Wieso existiert sowas? Wieso existiert sowas Hässliches hier? Was? So. Also, das geht ja gar nicht. Jo, alles lagern. Geht alles, kein Problem. Seife. Auch die Tische und die Dinger und dieser Brennstoff hier. Die Kühlschranktür. Warum existieren hier noch so hässliche Sachen? Kann mir das irgendjemand sagen? Huch. Also, ich dachte, sowas hätte ich alles schon entsorgt. Aber nein. Wann war Bus wieder ran? Tab, meine ich. So. So, aber auch nicht der Bettensaal. Mein Raum. Wir brauchen ja im Prinzip nur ein Bett. Bedeutet, 6 Betten haben wir schon. So. Ich will keine Möbel haben, wo ich weiß, die sind anscheinend nicht von mir. So. Bei den meisten Dingern erkennt man es halt auch an, dass das einfach wild hier rumsteht und Schrott ist. Hier ist der Bettensaal. Gut, gut, gut. So. Unwichtig. Kisten braucht keiner. Schreibtisch auch nicht. Auch keine schrägen Bilder. Okay, die Uhr geht nicht weg. Dann kann ich hier aber das Möbel endlich bauen. Ein Bett. So. Na? Das ist doch perfekt. Das haben wir. Ressourcenläden. Herstellung Käfige. Ich meine, das ist ja jetzt irgendwie, sind das wohl die ganzen Sachen, die jetzt alle mit irgendeinem DLC mal dazu kamen. Ich habe das ja seitdem anscheinend wohl nicht gespielt. Nuka Mixer. Aha. Kann ich mal machen. Na. Interessant. Die unterscheiden sich auch nicht voneinander. Das finde ich gut. So, um das Ganze jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, schöner zu machen. Kann ich, hier gibt es Küchenregale? Oder Schränke? Nein. Tische. Ist das vielleicht bei Tischen einfach nur dabei? Sie, ja, meine ich doch wohl. So. Dann könnte das nämlich quasi die Küche des Raumes werden, Schlosses werden, der Burg.
Ja, ja. So. Ja. So. Ja, genau. Das ist perfekt. Jetzt will ich nur noch eine Deko haben. Nee, sowas nicht. Walt? Gibt es da irgendwas in schön, was ich in die Ecke packen könnte? Ja. So eine Öllampe. Das macht sich da doch. So, Möbel. Ist da sonst noch irgendetwas, was man gebrauchen könnte? So für die Küche jetzt gerade so eine richtige Theke noch. Ja. Nee. Nee. So Dekoration. Wandschmuck. War da kein Kühlschrank bei? Was ist denn ein Spender? Ach so! Ach so, was ist das? Ach so. Aha, ich verstehe. Das Ding sieht aus wie ein Kaffeevollautomat. Ja, ist dabei. So ein Waschbecken. Ist auch noch drin. So, aber warum kein Kühlschrank? Wieso gibt es keinen Kühlschrank? Doch. Ist das... Es ist ein Spind. Mäh. Auch nicht. Regale, ist das hier was anderes, ne? Ja. Auslagen, ne, das war ja was anderes. Bodenbelege, sowieso ein Yukako. Ein Radio und eine Stereoanlage. Das sind nicht so die Sachen, wo ich jetzt sagen würde, wow, ja, das brauchst du hier. Zigarettenautomat, eine VM-Maschine. Milchautomat würde schon eher gehen. Ein Eiskühler. Ein Eiskühler geht in die Küche. Finde ich. Neben dem Milchautomaten. Na. Komm schon. So. Haben wir genügend rumgespielt. So, aber haben wir ja noch ein Versteck. Ja. Richtig. Huch. Ja. Aber ich würde zuerst mal sagen, wir machen hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.